Hallo und willkommen zurück zu The Eye. Ich sitze immer noch unter meinem Büschlein, beziehungsweise Schrägstrich Baum, Schrägstrich. Was zum Fick war das? Das hab ich mir nicht eingebildet, oder? Das war einfach nur so scheiße laut, weil ich gerade das andere Video anguckt habe. Deshalb hab ich das erschreckt, ey. Ha! Direkt aus dem Konzept gebracht, ey. Jetzt krieg ich einfach mal hier so voll YOLO. Voll YOLO was trinken? Ey Digga, ich geh voll YOLO was trinken, Digga! Jugendwort des Jahres! Kannst du vielleicht auch mal ein bisschen leiser trinken? Das ist sehr laut. Ich sag's nur. Ich trink auch mal so. Geil! Genau so trinke ich. Na, und dann beim Runterschlucken. Und noch. Die Rülps noch hinterher drücken. Geil. Können Dinos rülpsen? Sollte man mal googeln. Ja, in der letzten Folge. Ich muss jetzt so also mein Konzept wiederfinden. So in meinem Kopf drin. In der letzten Folge habe ich. So ein bisschen, ne? Mich über der Al beschwert, Schrägstrich über Gigas, Schrägstrich über das Leben als Alu. Und ich benutze halt irgendwie sehr oft das Wort Schrägstrich. Ich weiß nicht, warum ich Schrägstrich so Schrägstrich oft benutze, aber es ist Schrägstrich sehr oft. Schrägstrich sehr, sehr häufig passiert, dass ich Schrägstrich benutze. Wahrscheinlich, weil ich Schrägstrich einfach schräg finde. Schräg, geil. Okay, genug. Jetzt genug. 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 Einfach genug. Da ich mich jetzt allerdings schon im letzten Fall komplett über mein Allosaurus-Erlebnis ausgekotzt habe, habe ich jetzt nicht mehr so viel zum Erzählen. Außer, dass ich kurz, dass ich jetzt was zu essen beruhigte. Und das, ich würde das wirklich, feiern. Ja, die letzte Folge könnt ihr natürlich noch gerne angucken. Könnt ihr immer gerne machen. Halt die Klappe jetzt, du hast mich in der letzten Folge schon genervt. Wer denkt sich das? Okay, ich spiele jetzt ein Survival-Spiel. Ich möchte überleben. Ich brüll den ganzen Server zusammen, dass jeder weiß, wo ich bin. Ja. Kannst du machen. Gerne. Ich glaube so, dass er relativ nah ist. Aber. Das ist ein kleiner T-Rex, das kann ich vergessen. Das dürfte ich als Dildosaurus nicht schaffen. Dildosaurus, Entschuldigung. Könnte ich diese Musik auch ganz leise einfach anmachen. Wie schnell bist du aus dem Sprint raus? Oh Gott. Usain Bolt, ey. Mensch. Usain Dilofo Bolt. Oder so. Bin da mal ganz ehrlich, ich fand die V3 früher irgendwie besser. Weiß nicht warum. Jetzt halt die Klappe. Ich habe hier gerade was Kleines gehört. Ich will das töten. Ich weiß nicht warum, aber. Irgendwie einfach so hatte irgendwie was Tolles so. Es war so einfach mal ein bisschen übersichtlich. Also du hast immer gewusst, wo du bist. So. Nur fast immer sind wir mitten im Wald da nicht. Bruder muss los. Bruder muss los. Oder Spätzle mit Soße. Mal kurz Stamina aufladen. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Baby-Alo war oder ein großer. Es wäre wahrscheinlich, dass es ein kleiner war. Ein kleiner dürfte mich eigentlich nicht kriegen. Ich glaube, die sind so lahm und scheiße, dass die mich nicht kriegen dürften. Das hätten halt mehr Ausdauer. Das ist natürlich möglich. Oh, das ist ja so nah dran.
Ah, wo bist du? Zu gewittern, Mann. Das bringt mich komplett aus dem Konzept. Ich werfe nur mal einen Blick hier an den Strand. Fuck. Das ist so schneller wie ich, wenn ich nicht sprinte, deswegen. Mal lieber so. Jawohl. Hat mich sogar erschrocken, der Kleine. Der kleine Larry da. Hat er mich erschrocken. So, jetzt fress dich schön voll. Man sieht es übrigens auch. Halt die Klappe, Donner, Dankeschön. Man sieht jetzt übrigens auch so am Skin vom Dino, wie hungrig der ist. Ich weiß nicht, ob es bei Verdursten auch so ist, aber wenn du kurz vor Verhungern bist, ist dein Dino einfach dünner. Dann wirkt er nicht mehr so gesund und das ist auch, wenn du viel Schaden kriegst, sieht man hier an dem Auge, das ist komplett weiß. Wie halt bei der Leiche. Oder wenn es da schon überheben würde, das sieht einfach tot aus. Dann das sieht einfach ungesund aus, desto mehr Schaden du bekommst und so. Ja, ist. Ist, mein Freund, ist. Du weißt nicht, wann du wieder etwas bekommst. Ist immer so ein bisschen blöd, so Spiele alleine aufzunehmen. Finde ich, weil du hast einfach nichts, worüber du reden kannst. Klar, ich glaube, jetzt über diese zwei blöden Rex da hinten beschweren, die mir auf den Sack gehen. Ich werde jetzt auch mal hier am Strand entlang marschieren, weil ich so cool bin. Also ich werde wirklich auch gerne am Strand lang marschieren. Da sehe ich wenigstens, wenn was kommt. Ich bin zwar nicht so schnell, aber da kann ich mich mental auf meinen Tod vorbereiten. Da fühle ich mich nicht so paranoid. Kann man sich paranoid fühlen? Ist das ein Gefühl? Man ist paranoid. Guck mal, da läuft was. Das ist doch ein Lebewesen. Ein Lebewesen, aber es ist so pixelig, dass ich es nicht erkenne. Da kriegt man irgendwie so ein dezent mulmiges Gefühl, wenn es ja so umgewittert ist. Das ist vor allem, das ist bei mir immer nur so, ich kriege immer nur so ein bisschen dieses leichte Ängstgefühl, wenn ich die Kopfhörer auf habe. Ich glaube, die ganzen Dinge noch viel besser höher. Als ich sie hören will. Und ich glaube, das war ein Babyzerator. Ich bin mir aber nicht sicher. Und ich muss mir auch angewöhnen, langsamer zu reden. Habe ich am Ende von der letzten Folge wieder gemerkt, wie ich da abgehe. Wenn ich weiß, was ich sagen will, dann geht's los, ey. Das ist drin. Ja, das ist safe ins Auto. Ich weiß nicht, wie schnell das ist. Das kann uns hart. Okay, warte mal. Mann, der soll die Fresse halten dahin. Der lockt die Behindorexe an. Und die sind behindert. So, was schieben wir mal hier so lang. Alter, Mann. Was war das denn jetzt? Wenn die einfach mal ruhig wären. Aber nee, wir sind ja gut. Wir sind blöd. Hm? Was ist das? Was macht denn so ein hohes, komisches, hässliches Geräusch? Pflanzenfresser, oder? Also. Was anderes wird mir da gar nicht einfallen, was das sein soll. LOL. Ich weiß nicht, ob ich es schaffen könnte, so einen Rex zu töten. Klein. Ich bin ja selber noch klein. Da läuft er.
Da sind da, 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 da. Das ist ein Alu. Ne, das ist ein Alu. Das ist ein kleiner Alu. Halt jetzt einfach still. Das könnte ja Alu oder Giga sein. Beides war eigentlich theoretisch langsamer wie ich. Deswegen ist es mir egal. Es ist ein Alu. Oder? Was macht es? Es schnüffelt. Warum schnüffelt es? Es kann nicht schnüffeln, es regnet. Es ist behindert. Ich hole mir lieber was zu essen. Wobei das Essen sehr wahrscheinlich auch andere Leute anlockt, die essen wollen. Das ist wiederum vielleicht ein bisschen ungünstig wäre für uns, aber das ist mir ziemlich egal. Was ist das da für ein fettes Ding? Achso, das ist einfach nur ein Schatten. Achso. Ach nein, was ist hier? F2, danke. Ja, oh, jetzt wird hier langsam, jetzt wird es im Spiel dunkel, hier wird es dunkel. Eieiei. Jetzt sehe ich bald gar nichts mehr auf meiner Tasche tun. So was Blödes. Wie soll ich denn dann nur WASD finden? Oh mein Gott. Was ist das? Also hier ist irgendwo AI. Ich höre das doch. Da am Strand. Da, genau über meinem Kopf. Da, das ist da. 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 Was zum Fick war das? Was ist das? Oh, Jesus Christ. Wo kommst denn du her? Gehen Sie weg! Ja, gehen Sie einfach weg, ich will da hinten nur dieses kleine Ding holen. Ich sag's euch doch. Diese Gigas, die spawnen einfach vor deiner Fresse. Die poppen einfach auf. Ui, hat man aber tolle FPS noch mehr, Mensch. Schade. Genuss, sag ich ja immer. Ganz selten. Oh nein, das ist der Alu. Hallo, begeht da einfach mal Massenmord. Ja, genau, hast auch nichts Besseres zu tun, ne? Jetzt haltet hier mal die Fresse, hallo, alle mal Füße stillhalten. Der frisst da jetzt das Ding. Ja, und was mache ich jetzt hier? Was machen die da hinten eigentlich? Fehlt noch, dass ich jetzt hier gleich noch was, dass ich gleich noch das miteinander treiben und irgendwelche minderjährigen Fortpflanzungsversuche starten, ne? Und du bleibst schön da unten. Boah, passt dir da richtig was? Hier ist ja voll Action, Alter. Da bist du ja mal richtig. Klappe da hinten jetzt! Da ist doch viel los hier am Strand, weil hier die ganzen Leute immer spawnen. Schon wieder ein Alu. Bin ich auch. Wieso immer nur Alus? Alus, Gigas, Rexe, hm? Mehr gibt's nicht. Mehr gibt's nicht. Die Lofo gibt's nicht. Spielt kein. Das ist schon AI davon, Alter. Das ist. Das kann ich töten. Guck ihn dir an da unten, guck ihn, der geht dahin. Bitte, dein Arsch ist dahin. Und tu so, als ob du frisst. Ich will nämlich diese Ei dahin, wo ist die Ei jetzt? Ja, danke. Ich wurde heute noch nicht genug erschreckt. Dann wurde ich ja wohl hier nicht. Ich habe ja doch vor Ei rumhasseln sehen, Mann. Ich höre die doch auch noch rumrennen hier. Was ist der behinderte Alu jetzt? Hat den behinderten Alu verloren, Hilfe. Ist das laut, ey. Ja, ist ja gut, aber das sieht gut, das sieht richtig. Das sieht richtig gut aus, man. Sieht richtig gut aus, sieht richtig geil aus, ey. Krieg ich auch noch was zum Essen? Ich brauche jetzt nicht unbedingt was, aber ich hätte trotzdem gern was. So, Reiseproviant. Kannst du ja nicht mitnehmen. Mann, wenn er da, wo ich gespawnt bin. Ich hätte ein paar mehr AI-Geräusche, ich kann es nämlich nicht mehr schnüffeln. Ich könnte hier so die große
mehr Überquerung machen. Vielleicht kann ich sogar das Meer spalten. Wäre echt geil. Ich würde jetzt eigentlich gerne was essen. Okay, da oben ist irgendwas. Da muss ich jetzt mal kurz. Ist das da oben jetzt ein Allo oder ist das AI? Da jetzt genau über mir. An dem Berg. Ein bisschen neben dem Bau. Das ist genau über mir. Da, wo Berg, ne, oben ist. Da steht irgendwas. Ich weiß nicht, was das ist. Das könnte ein Allo sein. Ich bin mir nicht sicher. Wenn er sich mal bewegen würde. Was watschelt so langsam? Das ist ein Allo. Was ist das? Ja, das ist, nicht meine Spezies zumindest. Was ist das? Das ist ein Allo, oder? Ja. Ja, ja, ist es. Mann, ey, der Regen wird immer lauter. Ich höre schon die AI-Geräusche kaum noch. Das ist nicht der, jetzt wäre es mich ernsthaft. Oder frisst er? Nee, er sitzt. Er sitzt. Jetzt schreit er. Ja, als ob ich ihm irgendwas machen. Als ob ich so. Egal, was es sich jetzt töten ist. Das ist irgendwas, was ich nicht töten kann. Also alles. Verfolg mich jetzt bloß nicht. Geh einfach zu deinem Artgenossen da hinten. Und dann befummelt euch und habt Spaß. Ich wünsche euch dann noch alles Gute und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das, ne? Habt ihr zwei dann verdient. Und, ja. Man sieht sich dann irgendwann. Hoffentlich nie wieder. Ja. Das ist auch keine AI. Was ist das schon wieder? Das will mich doch bestimmt auch nur wieder noch töten. Das ist ja echt nervig. Ist das ein kleiner Kano? Ist das ein kleiner Arschloch-Kano? Ja, das ist es. Aber ich weiß es einfach nicht. Na, toll, jetzt bin ich wieder hier. Toll! Jetzt bin ich hier, wo das Bild kaputt geht, weil die Grafik hier so unglaublich toll ist. Lol. Und ich will eigentlich echt noch was essen, weil... Na, Wasser verliere ich jetzt sowieso nicht. Und ich höre ja die ganze Zeit AI. Ich rede zu viel. Ich rede einfach zu viel für die AI. Die kommt so nicht. Mit den Bildstörungen sehe ich natürlich so richtig viel. Und sehe so richtig genau alle Details im Boden, ob da nicht irgendwo so ein kleiner Taco rumrennt oder so. Und ich höre auch, wenn jetzt hier irgendwo was anmarschelt, höre ich. Es ist nicht total laut. Es ist nicht total nervig. Nee, nee. Gar nicht. So gar nicht. Und hier ist nichts. Ich wurde verarscht. Ist ein Althörn? Ja, ist dunkel dafür. Da mach ich jetzt schon wieder irgendwas. Das ist wieder keine... Ach du Kacke. Ach, das ist ein kleiner Arschloch-Rex. Piss dich. Piss dich. Are you ready to rumble? Okay, jetzt geht's los. Jetzt fange ich dann langsam mit dem Scheiße labern an. Die Folge wird auch wieder bestimmt richtig lang. Ich habe nämlich schon wieder keine Ahnung, wie lang der Kack ist. Das ist echt schon wieder superbly weltoll. Ich würde jetzt aber... Ich bin echt überlegen, ob ich nicht doch hier bleibe. Hier gibt's ja kein Wasser, aber ich will ja auch kein Wasser, solange es regnet. Das ist im Endeffekt eigentlich gar kein Problem. Ich müsste mir nur, in Anführungszeichen, nur ein bisschen AI holen. Aber das werdet ihr erst in der nächsten Folge von Ark Survival Evolved sehen. Ark Survival Evolved. Bin ich wirklich so behindert? Ist das wirklich schon so weit gekommen?
Nein, das war natürlich mit Absicht. Ich bin ja nicht so dumm und würde den falschen Spielnamen sagen, weil ich gerade komplett abwesend war mit meinen Gedanken und mir überlegt habe, was ich in der nächsten Folge mache. Nein, nein. Ach du! Okay, dann wünsche ich euch noch einen. Ach du Kacke, was geht jetzt ab, Junge? Dann, ja, ne? Like da lassen, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren bitte, Dankeschön. Wäre auch ganz nett. Und dann, tschüss, bis zum nächsten Video.